Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 17. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Die indische Astrologie berücksichtigt, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Und diese Berechnung ist präzis und übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Ich empfehle auch die Umrechnung, die Geburtshoroskop nach diesem indischen System. Ich kann das auch als Blitzberatung anbieten. Bei dieser indischen Berechnung befindet sich Sonne immer noch in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont auf. Und das bedeutet für die Jungfrau-Geborenen, etwas ins Licht zu bringen oder erkennen die Wahrheit. Dann auch die Bedürfnis sehen, gesehen werden, wahrgenommen werden. Dieser Bereich wird von Spica bestrahlt. Diesem Stern Spica befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau, im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Spica wurde besonders bei Römer verehrt. Und das ist die Weizenehre der Jungfrau, das heißt die Ernte. Und das bedeutet für die Jungfrau-Geborenen, wenn sie Klarheit haben, Orientierung oder treffen klare Entscheidungen und starten gerade etwas Neues, das steht im guten Sternen, weil wird von Spica bestrahlt. Und das heißt Ernte, ein bisschen Geduld, das muss reifen lassen, aber das trägt Früchte. Diese Energie unterstützt die Jungfrau-Geborenen, die Steinbock-Geborenen und die Stier-Geborenen, also alle Erdeelemente. Unterstützt auch die Krebs-Geborenen und auch die Skorpion-Geborenen. Da ist eine schöne Verbindung. Für die Fischengeborenen bedeutet etwas anderes. Noch etwas abwägen, im inneren Gleichgewicht bleiben, das bewusst wahrnehmen. Ein gewisser Hindernis stört dabei die Zwillingsgeborenen und bei Schützengeborenen. Gerade etwas Neues starten, weil es sind zu viele Unklarheiten da. Nach indischen Berechnung bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen Steinbock und bildet sich eine Konjunktion mit Mars. Das heißt, die beiden treffen sich in Tierkreiszeichen Steinbock und das bedeutet für unseren Alltag, für unseren heutigen Tag, sie wirken zusammen. Bei Mondenergie handelt sich um Gefühle oder Mutterthemen oder kleinere Veränderungen. Bei Marsenergie ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Aber Mars bedeutet auch eine männliche Person. Und hier handelt sich um Gefühle, dass die Männer mehr Gefühle zeigen oder dass die Männer ihren Gefühlen intensiver wahrnehmen. Bedeutet aber diese Verbindung auch, dass wir impulsiv sind und zeigen wir Gefühl, auch Liebe. Manchmal sind das Gefühle wie Wut, natürlich kann auch bedeuten. Im Lebensbereich, wo das wirkt heute, das ist der Bereich Kinder. Natürlich kann das auch Schwangerschaft bedeuten, immerhin Mond hat einen Einfluss auf Empfängnis und Mars ist die männliche Energie, das brauchen wir auch dazu. Also das ist natürlich, die Chancen sind hier erhöht.
Aber das kann auch Themen sein wie eigenen Kinder oder Arbeit mit Kindern, aber bedeutet auch das eigenen Kindheit, Erinnerungen. Und die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren und die Erinnerungen, was mit Tränen verbunden sind, loslassen, weil das geht auch nicht mehr zurück. Also brauchen wir nicht zu viel Gedanken machen, sondern lieber hier und jetzt sein. Aber Thema Kind bedeutet auch das innere Kind pflegen, zu uns selbst mal sagen, oh, das hast du gut gemacht, ich bin ganz stolz auf dich. Diese Energie, diese männliche Energie, auch diese Kraft und Mut und auch die Gefühle, die Emotionen und dieser Bereich, was die Kinder symbolisiert, hat auch eine Bedeutung für unsere schöpferische Kraft. Diese Energie unterstützt die Steinbockgeborenen, die Jungfraugeborenen, die Stiergeborenen, die Fischengeborenen und die Skorpiongeborenen. Hindernisse, Spannung steht bei Widdergeborenen und bei Waagegeborenen. Thema Loslassen, das ist wichtig bei den Schützengeborenen. Und die Schützengeborenen haben auch diese Aufgabe, etwas beenden, loslassen, all das, was im Weg steht. Aber damit haben Themen gerade die Jungfraugeborenen und die Fischengeborenen, für die ist gerade schwierig, etwas beenden oder loslassen. Die stehen in einer Herausforderung und stoßen an ihren eigenen Grenzen. Merkur und Venus bilden auch eine Konjunktion in Tierkreiszeichen Waage. Ich muss wieder betonen, das ist die indische Berechnung. Und das übereinstimmt nicht, was die westliche Astrologie vermittelt. Merkur-Venus in Verbindung. Hier geht es um Liebe und Kommunikation. Also es wird über Liebe, Partnerschaft viel gesprochen. Und die Männer, wie ich schon sagte, zeigen auch Gefühl. Und es ist möglich, eine Liebeserklärung oder eine gute Nachricht. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Und das ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Und dieses Mondhaus, wo Venus und Merkur befindet in Tierkreiszeichen Waage, heißt Swati. Swati kommt von Sanskrit, Sprache, und bedeutet Schwert. Aber bedeutet auch selbst. Schwert symbolisiert die Trennung. Alles trennen, was im Weg steht. Und vor allem sollen wir von unserem Ängste auch trennen. Dann stehen wir näher zu unserem Selbst. Dieser Mondhaus wird bestrahlt von Kreuz des Südens. Diesem Stammbild Kreuz des Südens ist im Südhalbkugel sichtbar und in diesem Stammbild befindet sich die Südpol und dient zum Orientierung. Und das ist gerade wichtig, orientieren, besonders was die Liebe Partnerschaft betrifft. Und was sollen wir sagen? Hier geht es auch um Kommunikation und das Schwert symbolisiert die Angst, also angstfrei, frei kommunizieren miteinander über Gefühle, über Liebe, Partnerschaft. Diese Liebesenergie und diese tolle Energie für die Sprache, für diese schöne Sprache, für diese offene Sprache unterstützt die Waagegeborenen, die Wassermanngeborenen, die Zwillingsgeborenen, die Schützengeborenen und die Löwengeborenen. Und spiegelt etwas für die Wiedergeborenen. Das heißt, die Wiedergeborenen sollen nicht zurückhaltend sein und warten, bis diese Nachricht kommt, bis die andere über Gefühle spricht, sondern verstehen, die anderen haben diese Erwartung. Also die Wiedergeborenen sollen beginnen, auf anderen zugehen und über Gefühle sprechen. Diese Energie, über Gefühle zu sprechen, über Beziehung zu sprechen, hindert gerade
die Steinbockgeborenen und die Krebsgeborenen, sie sollen eher schweigen oder zurückhaltend sein. Saturn ist der Planet für unser Schicksal. Saturn ist der Planet der Karma, der große Lehrmeister und beeinflusst die Zeit. Saturn befindet sich nach indischen Berechnungen in Tierkreiszeichen Schütze. Und die Mondhaus heißt Mula und das bedeutet Fundament, ein Basis. Und wenn wir wichtige, schicksalhafte Entscheidungen treffen gerade oder wir gründen etwas oder wir möchten die Ursache kennen von etwas, warum ist es so? Wir möchten die Zusammenhänge erkennen oder wir brauchen die Kraft, die Konzentration, dann sollen wir darauf achten, dass wir wirklich konzentriert in diesem Energie bleiben und überlegen, was möchten wir starten. Wir brauchen gerade diese Basis. Wir brauchen gerade dieses Fundament. Und besonders trifft das die Schützengeborenen. Das unterstützt auch etwas Gründen, das unterstützt auch die Löwengeborenen und die Widdergeborenen, etwas Gründen oder die Ursache, den Grund zu verstehen oder etwas auf den Punkt zu bringen. Und diese Energie unterstützt auch die Wassermanngeborenen und auch die Waagegeborenen und sagt etwas für die Zwillingsgeborenen, dass die Zwillingsgeborenen sollen mit diesem Thematik befassen. Mond steht eine wunderbare Verbindung zum Jupiter. Da vermehrt sich etwas. Ich habe die Schwangerschaft schon erwähnt, also das ist die Energie für Schwangerschaft. Aber nicht nur das, sondern das hilft etwas vergrößern, etwas vermehren. Das ist eine schöne harmonische Energie und bringt auch Gewinn. Die Jungfraugeborenen treffen klare Entscheidungen, sie orientieren sich neu und können etwas Neues starten und das führt zum Ziel. Die Waagegeborenen haben diese Energie, Liebe, Partnerschaft, aber auch Gespräche, Kommunikation, nicht nur das, sondern auch Werte, Wertschätzung, diese Wertschätzung verlangen von anderen, aber auch diese Wertschätzung für anderen geben. Das ist ein Austausch, nehmen und geben. Die Skorpiongeborenen haben Glück, etwas vergrößern, vermehren und diese Chancen haben auch finanziell oder vermehrt sich die Kontakte in vertrauten Umgebung. Es kommt etwas in Bewegung und kann auch Schwangerschaft bedeuten. Die Schützengeborenen ist eine wichtige Lernaufgabe, etwas loslassen oder etwas beenden oder etwas kündigen. All das, was im Weg liegt, das kann auch die Angst sein. Und sie gründen etwas und das ist der richtige Zeitpunkt, etwas starten. Und sie bauen gerade diese feste Boden unter den Füßen, diese Fundament. Bei den Steinbockgeborenen ist gerade die Kraft da für kleinere Veränderungen. Aber ist auch wichtig bei den Steinbockgeborenen über Gefühlen zu sprechen und hier ist auch Schwangerschaft möglich. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist die Thema Nummer 1 gerade die beruflichen Situation. Leider sind da Enttäuschungen und die Wassermanngeborenen sollen die beruflichen etwas verändern oder das erkennen. Wer möchte etwas vortäuschen? Warum fühlen sie sich so enttäuscht im Arbeitsplatz? Natürlich leidet auch die Gesundheit. Wo die Wassermanngeborenen Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft und diesbezüglich auch eine Nachricht zum Erwarten. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist ein wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft, aber sie fühlen sich unsicher. In beruflichen Situationen genauso und sie brauchen gerade die inneren Ruhe und auch die inneren Gleichgewicht.
Die tierkreiszeichnenden Wiedergeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung und diese Veränderungen kommen. Nicht nur die Veränderung im Innerlichen bei anderen Gefühlen haben oder anderen Einstellungen. Das ist auch eine innere Reise, eine Art Transformationsprozess bei den Wiedergeborenen, sondern es kommen auch Einflüsse von außen. Und das hat mit Karma etwas zu tun, das hat mit Vergangenheit was zu tun, unerwartete Ereignisse oder Kontakte, eine Überraschung ist möglich. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema einer Reise. Hier gilt auch, das kann auch eine innere Reise sein, Selbsterkenntnis. Aber Auslandsreise sind auch möglich oder Kontakte im Ausland. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen Anerkennung oder Lob oder Ansehen und für sie ist gerade wichtig, die Berufung leben. Wo nur Glück haben die Zwillingsgeborenen, das ist die liebe Partnerschaft und sie können mit einer guten Nachricht rechnen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig die Hoffnung, die Träume, die Visionen und auch daran zum Vertrauen, aber auch Kontakte, Freundschaften und hier sollen die Krebsgeborenen etwas untersuchen. Die wahre Freundschaften bewahren und das pflegen und die falsche Freundschaften verabschieden. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen fühlen sich müde, kraftlos. Sie wissen auch nicht, wo, in welche Richtung sollen sie ihre Kraft einsetzen. Sie brauchen einen gewissen Rückzug, die Ruhe. Und im Ruhe liegt die Kraft. Wo die Löwengeborenen Glück haben, das ist die liebe Partnerschaft und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.